Ich denke, dass man gerade in der Corona-Berichterstattung jetzt sehen kann, vor welchen Herausforderungen, vor welchen ethischen Abwägungen der Journalismus eigentlich immer steht. Man sieht das fast schon wie durch ein Brennglas jetzt, dass der Journalismus diese Gratwanderung vollziehen muss zwischen zwei Polen. Also einerseits haben wir eben den Pol, dass Journalismus eine kritische Distanz bewahren muss zur Politik, zu den Mächtigen in der Gesellschaft, jetzt ja zum Beispiel auch zu den sehr mächtigen Virologen, dass Diskurs möglich sein muss, dass Vielfalt da ist, dass wir eben auch diskutieren, ob die Corona-Maßnahmen, die Maßnahmen zur Bekämpfung dieser Pandemie auch wirklich angemessen sind, ob sie Sinn machen. Also all diese Diskussionen erwartet man eigentlich vom Journalismus. Der andere Pol ist der Pol, dass man sagt, man hat ja auch eine Verantwortung, man muss die Folgen abschätzen, was passiert mit der Berichterstattung. Wenn man das jetzt zu intensiv diskutieren würde, wenn man die politischen Entscheidungen auch immer wieder in Frage stellen würde, dann würden vielleicht weniger Menschen auch jetzt diese Ausgangsbeschränkungen befolgen, die Hygienemaßnahmen nicht so ernst nehmen. Dann wäre es wahrscheinlich schwierig, diese Pandemie auch zu bekämpfen. Man sieht vor allem in der Fernsehberichterstattung, dass sie sich eher entschieden haben, in den Sondersendungen, in den Nachrichtensendungen letztlich den Mächtigen gar keine kritischen Fragen zu stellen, sondern das einfach umzusetzen, das zu verlautbaren, das zu vermitteln, was von der Politik und von den Virologen auch vorgegeben wird. Das kann man natürlich auch letztlich kritisch sehen. Also so eine kritische Abwägung, so ein Diskurs, merkt man gerade in den Sondersendungen, ist weniger da. Es ist eher zum Teil dann ja auch noch ein bisschen Panikmache da, in Richtung, ihr müsst unbedingt die Sachen befolgen, die jetzt vorgegeben werden. Beispiel ist, dass wir immer wieder die Särge aus Italien sehen, dann kommt der Schnitt, dann kommt das Interview mit dem Virologen. Ja, wie soll man ihn denn da kritisch befragen, wenn man vorher schon gemerkt hat, wie schlimm es potenziell auch sein könnte? Gibt es Beispiele für besonders kritische Verfehlungen in der Medienberichterstattung? Also so richtig krasse Verfehlungen sehen wir in Deutschland eigentlich nicht. Also wir sehen auch im Boulevardjournalismus, dass er sich doch ziemlich zurückhält. Auch was ich am Fernsehjournalismus jetzt kritisiere, ist ja nicht dramatisch. Das sind letztlich Kleinigkeiten und Details. Es gibt vielleicht einen Punkt, wo wir wirklich vorsichtig sein müssen. Und das ist diese Fixierung der Öffentlichkeit, diese Fixierung des Journalismus auf die Zahlen, die wir permanent jetzt bekommen. Wir haben ja im digitalen Bereich ganz hervorragende Tools, Redaktionen, die diesen Datenjournalismus hervorragend beherrschen und die Zahlen auch sehr schön visualisieren. Es gibt wahnsinnig viele Abrufdaten, Abrufzahlen, also hohe Klickzahlen bei diesen visualisierten Zahlen. Also wie viele Zahl der Infektionen praktisch wir haben, die Zahl der Toten im internationalen Vergleich, im Ländervergleich innerhalb von Deutschlands, Vergleich der Regionen. Das wird fast schon so wie Bundesliga-Tabellen, wie Sportereignisse wird das transportiert. Also wir gucken stündlich dann auch drauf, ob es jetzt 5 mehr sind oder 100 oder 1000, wie sich's verändert. Dabei sind diese Zahlen doch letztlich auch höchst fragwürdig und so wie wir sie behandeln, nicht eingeordnet, ohne Hintergründe. Wir wissen zum Beispiel nichts über die Dunkelziffern. In vielen Ländern wird total unterschiedlich getestet. All das fließt letztlich nicht ein in diese Zahlen. Und das ist schon ein Wunderpunkt in der Berichterstattung, wo ich auch sage, da müssen die Mediennutzer auch vorsichtig damit umgehen. Die Corona-Krise ist in der Berichterstattung omnipräsent. Ist das angemessen? Ja, gerade der Umfang der Berichterstattung ist, denke ich, in der Anfangszeit jetzt auch angemessen. Die Menschen wollen einfach informiert werden, weil alle betroffen sind letztlich, auch durch die politischen Maßnahmen alle betroffen sind. Natürlich muss man aufpassen, dass das jetzt in den nächsten Wochen auch nicht überhand nimmt und permanent nur dieses eine Thema ist. Wir haben ja viele andere politische Themen, kulturelle Themen, die genauso wichtig sind. Letztlich in der langfristigen Perspektive genauso wichtig sind. Aber wir werden das erstmal jetzt kurzfristig gar nicht zurückfahren können, die Berichterstattung. Man könnte sagen, die Zahnpasta ist aus der Tube, man bekommt sie nicht mehr zurück. Das Thema interessiert einfach alle, es ist wahnsinnig wichtig, gerade in der aktuellen Berichterstattung. Sollte man seinen Medienkonsum anpassen? Wir sind es ja fast schon gewohnt, dass wir mit dem Smartphone permanent checken, ob die Welt noch in Ordnung ist. Und das nimmt jetzt natürlich fast schon überhand, weil wir immer wieder schauen,
was gibt es Neues, wie entwickelt sich's, wie entwickeln sich die Zahlen auch, die Zahl der Infizierten, die Zahl der Toten. Ich denke, wir dürfen es als Mediennutzer auch nicht übertreiben. Es reicht, wenn man vielleicht zweimal am Tag intensiver sich informiert, längere Texte, Hintergründe, Analysen auch liest, sich nicht nur übers Fernsehen informiert, nicht nur diese Zahlen online sich anschaut, sondern eben auch die vielfältigen Recherchen des Journalismus, die es inzwischen vor allem in digitalen Bereichen, in Digitalausgaben der Printmedien gibt, dass man die einfach auch liest, und um letztlich auch ein bisschen gelassener zu bleiben in dieser schwierigen Situation. Ist der Journalismus fachlich für die Corona-Krise gerüstet? Der Journalismus hat in Redaktionen klassischerweise Experten für Wissenschaftsjournalismus, aber die gibt es nicht so viele. Es gibt viele Redaktionen, die auch keine Wissenschaftsjournalisten haben. Insofern sind gerade die Wissenschaftsjournalisten jetzt gefordert, dass sie diese Übersetzungsleistung, diese Transferleistung gut hinbekommen, also praktisch von den medizinischen Erkenntnissen zum Erklären der Allgemeinheit, wie Viren entstehen, wie sie sich verbreiten, warum bestimmte Maßnahmen sinnvoll sind. Das, denke ich, macht Wissenschaftsjournalismus auch sehr gut. Wo wir vielleicht schon ein Problem haben, das ist diese kritische Distanz auch zu Wissenschaftlern zu bewahren. Also praktisch, wir erleben es ja, dass Wissenschaftler, fast schon einzelne Wissenschaftler, zu Medienstars hochgechäst werden. Und das ist eigentlich nicht die Aufgabe von einzelnen Wissenschaftlern. Wissenschaft lebt ja eigentlich vom Zweifel, von dieser permanenten Suche nach Wahrheit, nach neuen Erkenntnissen. Und jetzt plötzlich sollen Wissenschaftler sagen, dass sie ja alles wissen, was man jetzt machen muss, was zu tun ist. Sie werden als fast schon unfehlbar hingestellt. Die Politik richtet sich immer wieder nach den Verlautbarungen der Wissenschaftler. Das vermisse ich schon auch eine gewisse kritische Distanz, muss man sagen. Wissenschaftler haben ja auch immer nur ihre eigene Fachperspektive. Es ist ja klar, dass Virologen jetzt fordern, man muss mit allen Mitteln um jeden Preis diese Epidemie eindämmen. Es wäre auch schon wünschenswert, dass man auch Wissenschaftler befragt von anderen Fachkulturen, also Psychologen, Soziologen zum Beispiel, nach den Auswirkungen der politischen Maßnahmen, ob die eben im Detail jetzt so sinnvoll sind, welche Nebenwirkungen sie haben. Also dieser kritische, vielfältige Diskurs wäre jetzt auch nötig, auch nach Exit-Strategien, dass man die offensiv auch diskutiert und nicht immer wieder Angst hat, wenn man jetzt über Exit redet, dass die Menschen vielleicht unvorsichtiger werden. Also diese kritische Öffentlichkeit, auch im Umgang mit wissenschaftlichen Erkenntnissen, die muss definitiv wieder zurückkommen. Wie systemrelevant ist der Journalismus gerade jetzt? Auch hier merken wir wie durch ein Brennglas, welche Rolle der Journalismus in der offenen demokratischen Gesellschaft spielt und wie wichtig er doch eigentlich ist für unsere Demokratie. Jetzt plötzlich heißt es, Journalismus ist systemrelevant. Die Journalismusforschung und auch Berufsverbände und andere weisen schon lange darauf hin, dass Journalismus elementar wichtig für die Demokratie ist. Das freut uns natürlich, dass das jetzt so auch wahrgenommen wird und erkannt wird. Wir werden bei Gelegenheit wieder darauf zurückkommen, auf diese Argumentation, wenn die Krise überstanden ist. Denn die Medien und der Journalismus, die haben es ja auch unter ökonomischen Gesichtspunkten nicht leicht zurzeit. Die Anzeigen brechen weg. Viele Tageszeitungen stehen sowieso schon an der Kante sozusagen der Finanzierbarkeit. Also wir müssen mittelfristig natürlich auch immer wieder überlegen, ob wir nicht gesellschaftlich Verantwortung übernehmen für die Gesellschaft, ob wir Stiftungsmodelle finden, um den Journalismus dann auch längerfristig auch ökonomisch finanzierbar zu machen. Da werden wir wieder auf diese Systemrelevanz dann zurückkommen bei dieser Debatte.